Es ist die nächste Etappe auf dem weiten Weg nach Prag. In Großsedlitz arbeiten sich derzeit die Brunnenbauer der DB Netz AG mit ihren Bohrern bis zu 95 Meter tief in die Erde. Von den Erkundungen erhoffen sich die Geologen wichtige Erkenntnisse für das europäische Großbauprojekt der neuen Eisenbahnstrecke zwischen Dresden und Prag. Wir haben jetzt das Raumordnungsverfahren abgeschlossen. Das ist ein Bestandteil der ersten Leistungsstufe. Und da sind wir gerade im Bereich der Vorplanung und untersuchen verschiedene Varianten. Und momentan stehen wir hier auf der Baustelle, wo wir geologische Aspekte mit untersuchen. Seit gut 3 Monaten laufen die Untersuchungen des Erdreiches bereits. Zunächst bohrte die Bahn im Bereich des Neubaugebietes Heidenau. Nun folgen Bohrungen im Osterzgebirge, wie hier unweit des Barockgartens in Großsedlitz. Diese Bohrungen sind Bestandteil einer Bohrkampagne für tiefe Bohrungen, die sich speziell den Fragestellungen widmet, geotechnische Problemzonen näher zu erkunden. Um zu wissen, wie der künftige Tunnel beschaffen sein muss, benötigen die Planer in erster Linie Kenntnisse über die Beschaffenheit des Untergrundes. In Großsedlitz zum Beispiel befinden sich mächtige Ablagerungen aus der Eiszeit. Die Aufgabe an die DB Netz AG war ja jetzt, diese beiden Korridore, die aus der raumordnerischen Beurteilung herauskristallisiert haben, vertiefen zu untersuchen, um zu schauen, wo kann denn später mal die Vorzugsvariante lang gehen und ist eine teiloffene Variante möglich oder muss es eine Volltunnelvariante sein? Das Ergebnis kann man nicht vorwegnehmen. Das wird jetzt im Zuge der vertiefenden Untersuchungen der Vorplanung erfolgen. Für die schlussendliche Findung der optimalen Tunnelbauweise sind die Beprobungen von enormer Bedeutung. Wie stark bzw. ausgedehnt die bis zu 800 Millionen Jahre alten Ablagerungen aus Sand, Kies, Lehm und Kreide sind und wie sie sich zueinander verhalten, soll unter anderem in der Bergakademie Freiberg und an der Universität Aachen geforscht werden. Sie müssen sich vorstellen, so eine Bohrung ist wie ein Fenster in das Erdinnere, weil man kann ja nicht reinschauen. Der Geologe sagt, vor der Hacke ist es dunkel und die Geologen können nachher anhand dieser Stecknadelfenster in den Untergrund sich ein Bild machen, wie zwischen den Bohrungen dann das Gebirge sich wahrscheinlich darstellt. Die Bahn treibt den Plan der Errichtung der neuen Eisenbahnstrecke weiterhin voran, um künftig den Engpass im Elbtal zwischen Pirna und Tschechien zu umgehen. Dieser gilt nämlich als am stärksten frequentierte Strecke in Zentraleuropa. Dennoch wartet noch ein langer Weg auf die Planer des Megaprojekts, dessen erste Kostenschätzungen von 1,3 Milliarden Euro Baukosten ausgehen. Also die Geologie ist ein Parameter, die dann sicherlich auch auf den wirtschaftlichen Aspekt mit Einfluss nimmt. Aber es werden noch viele andere Parameter wichtig sein, wie zum Beispiel die Betriebsführung. Also passt das Zugprogramm, was wir uns auferlegt haben, noch dazu, dass wir die Kapazität abfahren können auf den unterschiedlichen Strecken. Aber auch die Lärmbelastung der Bürger, sowohl in Heidenau als aber auch in Pirna und Doma, müssen wir betrachten. Und wenn wir das alles im Kontext dann mal gesehen haben, gegenübergestellt haben, dann haben wir eine Vorzugsvariante. Aber Geologie nur ein kleiner Baustein. Im Bereich nahe des Barockgartens werden noch in den nächsten 4 bis 5 Wochen Bohrungen stattfinden. Die allgemeinen Voruntersuchungen auf dem Weg der transeuropäischen Eisenbahnstrecke sollen laut Bahn im Jahr 2024 abgeschlossen werden.